Tja, dass Udo konditionell stärker denn je ist, hat er auch einer Frau zu verdanken, die wir jetzt kennenlernen und die sich bald ihren Lebenstraum erfüllen will. Die Hamburgerin will Kickbox-Weltmeisterin werden. Alle großen nationalen Titel hat Nathalie Zimmermann schon mehrfach gewonnen. Zudem schätzen einige prominente Namen sie als geduldige Trainerin. Sie tritt so hart, wie ein Profi-Schwergewichtsboxer schlägt. Rund eine halbe Tonne wirkt hier auf ihren Trainer ein. Nathalie Zimmermann ist Deutschlands beste Kickboxerin und die persönliche Fitnesstrainerin von Kultrocker Udo Lindenberg. Den 73-Jährigen hält sie mit elektrischer Muskelstimulation fit. Ich fahre dann immer ins Atlantik-Hotel mit meinem EMS-Koffer. Wir machen EMS-Training. Bin ungefähr so eine Stunde da. Am Anfang haben die sich immer gewundert, was die Dame denn da macht für eine Stunde. Aber mittlerweile kennen die mich auch ganz gut und ja, werde da immer herzlich empfangen. Während sie Udo Lindenberg häufig mit Samthandschuhen anfasst, kriegen ihre Gegnerinnen die ganze Power von Nathalie zu spüren. Kickboxerinnen leben gefährlich. Da musste ich mich natürlich auch moralisch einmal mit auseinandersetzen, weil das muss ich mir bewusst machen. Ich kann jemandem Schaden zufügen, von dem er sich vielleicht auch nicht kuriert. Aber ich denke, die Mädels, die sich mir gegenüberstellen, haben sich hoffentlich darüber Gedanken gemacht und nehmen das in Kauf. Genauso wie ich ja auch. Im Ring ist es ein Geben und Nehmen. Nathalie, hier mit schwarzem Kopfschutz, teilt im Finale der Deutschen Meisterschaft Anfang Juni in Coburg kräftig aus. Die Hamburgerin verteidigt ihren Titel souverän. Mein großes Ziel ist, bei einer Weltmeisterschaft zumindest eine Platzierung. Traum wäre natürlich Weltmeisterin. Da gehört ganz ehrlich auch eine Menge Glück dazu. Eine gute Vorbereitung, die habe ich. Ich habe ein tolles Team von tollen Trainern, die mich immer unterstützen. Die Kickboxmeisterin hört genau auf ihren Körper. Nathalie Zimmermann arbeitet seit 15 Jahren als Physiotherapeutin. Hier behandelt sie selten Sportverletzungen. Viel häufiger legt sie bei Volkskrankheiten Hand an. Sag mir Bescheid, wenn es zu unangenehm wird. Mhm. Seitdem ich in Hamburg bin, kann ich ganz klar sagen und hier primär Patienten habe. Hier sind viele Menschen, die haben viel Stress, sitzen viel im Büro. So der Schulter-Nackenbereich ist dann doch bei vielen Thema. Sportliches Thema ist jetzt die Qualifikation für die Kickbox-Weltmeisterschaft in Antalya. Eine WM-Medaille fehlt Hamburgs Kickbox-Königin nämlich noch. Und wir haben noch einmal Nachrichten.